Halli und hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Enslaved. Ja, wir suchen den Weg. Ist jetzt immer noch nichts Neues. Beziehungsweise ich suche den Weg. Irgendwo ging's hoch und ich weiß nicht mehr wo. Aber wir probieren es herauszufinden. Hier waren wir doch irgendwie mit der Trip. Aber wir können da nicht hoch. Das bedeutet, wir hatten einen anderen Weg. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier lang gegangen sind. Genau. Und dann hier irgendwie über diesen ganzen Kran hin und her. Das war doch, wo wir das Geschütz ausschalten mussten. Genau. Die Erinnerung kehrt zurück. So, und jetzt sind wir nämlich in der Mitte und können auch hier zur Trip rüber. Und unserer Aufgabe nachkommen. Hopp. Ich glaube, ich höre ein paar Max kommen. Das ist nicht gut. Moment. Bin unterwegs. Wenn da Max kommen, das ist nie gut. Oh. Ja. Ich kann ja nicht gehen, wenn ich nicht gehen kann. Halte durch. Ah, wir schlagen alles kurz und klein. So. Hauptsache, wir haben die Trip gerettet. Schnappen wir uns das Ding und dann nichts wie weg hier. Okay, ich denke mal, wir müssen sie ja da hochwerfen. Nee, wir müssen gar nichts machen. Die Trip macht das ganz alleine. Okay, schön. Alle sind zurück zum Boot, damit wir durch das verseuchte Wasser können. Oh Gott, dieses Gespräch. Ja, wie geil. Oh Gott, der arme Pixie. Ja, der kann einem ja schon, also so ein ganz kleines bisschen kann er einem doch leid tun. Wirklich, der arme Pixie. Kapitel 11 erreicht. Altes Schlachtfeld. Das Boot leistet uns wirklich treue Dienste. Das Herz im Hintergrund. Ihr habt es nicht wirklich gesehen jetzt, oder? Oh, das ist ja geil. Der Pixie kann einem leid tun.
Wir brauchen eine Energiezelle. Zurück zum eigentlichen Auftrag. Ja, gut. Pixie gibt uns Deckung, wie immer. Autsch, autsch, autsch. Ah, ich sehe sie. Ich sehe einen da oben, einen da unten. Wow. Die machen sich jetzt hier wieder so einen Wettkampf. Nee, ich brauch meinen. Ich brauch den richtigen. Nein. Ich kann nicht wechseln. Jetzt. Ich brauch mehr von den Stun-Schüssen. Ich brauch Stun-Schüsse. Nicht gut. Ich bin irgendwie im Feuer. Oh, ich hätte nämlich nicht so weit vorwagen dürfen. Wir müssen besser mit dem Stab arbeiten, meine Freunde. Es läuft überhaupt nicht gut. Okay. Ich brauche als allererstes hier die Hilfe von der Trip. Damit ich hier in Ruhe einsammeln kann. Und jetzt muss ich in die rüber in die andere Position. Diesmal sollte ich genug Schüsse haben. Die Trip soll ablenken. Wieso treffe ich ihn nicht? Jetzt. Okay. Wo sind die anderen? Das sind fünf! Mann, ich bin saugut! Wie viel hast du denn, mein Kind? Über uns. Der Pixie ist ein bisschen sauer. Vielleicht noch mal Trip. Also ich kann noch nicht. Ich habe keine Stun-Schüsse. Oh, und ich bin schon wieder im Feuer. Die gehen auch in Deckung. Die Missratenen.
Au, au. Oh, das war sehr knapp. Es ist immer noch knapp. Okay, Pixie hat sie erledigt. Das ist mir aber gerade eigentlich sogar ganz gelegen, dass er hier mithilft. So. Das ist schön, dass es der letzte war. Da bin ich echt dankbar für. Da kam echt eine Menge Feuer von allen Seiten. Oh mein Gott. Oje, einer ruft Verstärkung. Ich weiß nicht, wo derjenige ist, der die Verstärkung ruft. Es gefällt mir auch überhaupt nicht, dass wir hier mitten ins Feld müssen. Kurz hier hoch und das hier einsammeln. Mal sehen, ob wir die auch im Nahkampf. Nee, das war wahrscheinlich keine gute Sache. Ah, hätten wir nicht machen sollen. Ich habe gedacht, da steht nur einer. Tja, schade. Wenn da jetzt nur einer gewesen wäre, dann hätte es klappen können. Oh, wir müssen die ganze... Wir müssen es nochmal machen. Ich habe keine Schüsse. Wieso kann ich es nicht sammeln? Ist irgendwie so ein bisschen blöd. Okay, den haben wir zumindest schon mal weg. Raus aus dem... Oh, das war sehr close. Das war sehr, sehr close. So, jetzt haben wir keine Schüsse mehr. Ah, das können wir gar nicht nehmen. Zurück in die Deckung. Da gibt es gar nicht mehr viel Deckung. Sein Schild, gegen den kommen wir nicht an. Ich weiß nicht, ob der Pixie unter Umständen vielleicht nochmal was machen könnte. Wäre jedenfalls sehr nice. Oder die Trip.
kommen wir hin? Wir haben keine Stun-Schüsse. Es gibt irgendwie gar keine blauen Sachen. Hier ist eine Erinnerung. Aber ich weiß nicht, wie wir dem da zu Leibe rücken wollen. Wenn wir keine Stun-Schüsse haben. Hier sind welche. Oh, die sind nachgespawnt. Das ist gut, das ist gut. Okay, dann müssten wir jetzt im Grunde nur die Trip noch einmal den Köder verwenden lassen. Und könnten dann von hier ganz bequem den Mac abschießen, wenn man den trifft, zumindest. Okay. War das jetzt der letzte? Ich glaube schon, ne? Ja, gut. Da stehen wir jetzt mal drüber. Dass er mehr umgenietet hat als wir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch durch. Schauen, was passiert. Hey. Hey, was hast du gemacht? Das war wohl ein Kurzschluss. Wie kommen wir hier weg? Keine Ahnung. Der Untertitel. Wow, hier ist es ganz schön dunkel. Riecht auch nicht besonders gut. Ich weiß nicht. Hier, lass mich mal. Ja, okay. Frische Luft. Ach, halt die Klappe. Ich war hier noch nie. Macht mich ein bisschen nervös. Woher weißt du denn, dass es hier eine Energiezelle gibt? Bin schon oft drüber geflogen. Okay, er ist schon oft rübergeflogen. So, meine lieben Freunde, die Aufnahmezeit hier an dieser Stelle ist um. Ich sage euch erst einmal Tschüss und Bye-bye. Und bis zur nächsten Folge von Enslaved. Und da werden wir dann sehen, wie wir diese Energiezelle kriegen. Habt viel Spaß auf YouTube, eure Kalugia.